Herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play The Elder Scrolls Online. Meine Güte, die letzte Aufnahmesession ist schon ein bisschen her und ich sehe gerade, ich habe eine neue Nachricht, und zwar eine ungelesene Nachricht. Da. Elder Scrolls Online wird with our tea. Aha, okay. Aha. 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 Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich habe gerade irgendwas von Spam-Mails gelesen, da bin ich sowieso grundsätzlich vorsichtig. So, und was haben wir hier? Gern geschehen. So, was haben wir denn momentan alles an Quests? Weiß ich nicht, sprech mit Mastgenwe. Okay. Moment, drei Behalt reiten. Nehmen wir. Sehr schön. So, wo muss ich eigentlich hin? Kann mir das mal bitte einer verraten? Irgendwas in der Richtung, so wie ich das sehe. Wer ist eigentlich Mastgenwe? Keine Ahnung. So, wo konnte ich sprinten? Hier konnte ich sprinten. So, mittlerweile hat die Elder Scrolls Online ja einen kleinen Patch erfahren. Aber auch nur einen kleinen. Der Große kommt nämlich erst bald. So, mal gucken. Irgendwo in dieser Richtung. Huch! Erschreck mich nicht. Sieht ja fast so aus wie ich. Ist ja unglaublich. Okay, mal gucken. Haben wir schon alles durchsucht? Oh, nee. Ach, Weintrauben, wisst ihr was? Scheiß auf Weintrauben. Dünne Brühe. Brühe. Egal. Lässt sich zur Not alles verscherbeln. So, mal gucken. Wo ist wer und warum? Hallo. Die Seewipern sind verrückt. Ja. Sie versuchen noch einen Orkan zu erschaffen. Ja. Oh nein, ein Orkan. Was ist damit? Sur, Wirkwild und ich haben nach einem Ersatz für das Steuerrad gesucht, als die Seewipern uns überfielen. Mhm. Sie haben uns auf die Insel mit dem gestrandeten Flaggschiff des Dominions gebracht. Sie haben Dinge dort getrieben. Schreckliche Dinge. Sie haben schreckliche Dinge miteinander getrieben. Diese dreckigen Maorma haben meine Kameraden hochgeschleppt und an diese schlangenförmigen Statuen gebunden. Dann haben sie zu singen angefangen und wurden von Blitzen umzuckt. Genau dann begann sich der Sturm, um die Insel herum zusammenzubrauen. Die Seewipern haben den Sturm erzeugt? Ja, ich bin mir da sicher. Es war ein schrecklicher Anblick. Die Seewipern waren so mit ihrem Ritual beschäftigt, dass ich mich befreien konnte. Ich habe versucht, mir Sur zu schnappen, aber der Blitz hat ihn festgehalten. Dann hat einer der Seewipern an ihm gezerrt. Ich sah das Handgelenk des Maorma aufleuchten. Warum würde das Handgelenk eines Seewiper leuchten? Die Maorma trugen Magnetsteine um ihre Handgelenke. Damit konnten sie diese Blitzfesseln ignorieren. Aber ich konnte nichts mehr tun. Deshalb bin ich vom Schiff gesprungen und davongeschwommen. Bitte lasst nicht zu, dass sie meine Kameraden opfern. Auf gar keinen Fall. Machen wir. Oh, ein Äffchen. Wie süß. Ich glaube, ich sollte mal meinen Hoppler mitnehmen. Und ja, es heißt eigentlich Hoppler. Ich sag immer Hopper, aber nein. Ich meinte eigentlich Hoppler. So, ich habe sowieso das Gefühl, das Spiel ist für euch viel zu leise. Zumindest hört ihr nicht viel von der Musik. Wenn der Typ hier schwafelt, dann hört ihr das, aber von der Musik ist mir so am Arsch. Was macht der da? Ich guck mal gerade. Ich bin mal ganz kurz in den Einstellungen. Musik. Audio-Einstellungen. Musik ist eigentlich laut. Der Rest ist Standard. Okay. Vielleicht, wenn ich dran denke, kann ich ja noch irgendeine Musik drunter legen. Gut. Auf in die Richtung. Dort ist der Sturm. Ob wir da wohl so einfach rüberschwimmen können? Ja, können wir. Gut. Habe ich an dem Typen an der Seite da gesehen. Sieht irgendwie komisch aus, wie er schwimmt, aber okay.
Huch! Oh, toll. Und ein Magnetstein. Und was hat der hier? Nichts. Okay. Was? Hier konnte ich eben noch irgendwas. Hier war eben noch. Egal. Weiter. Was haben wir hier noch? Was war das? Das war ja hoffentlich nur wieder so ein Leichnam, der verschwunden ist. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Ich höre mich nämlich nicht so. Oder Moment. Ich höre mich. Ja, doch, doch, das geht. Das geht vollkommen. Huch. Ich bin weg. Zum Fick ist eine Schlammkrabbe so stark. Wo muss ich hin? Achso, okay, hier lang. Bin ja schon mal auf dem richtigen Weg. Überall Leute, die kämpfen. Das klingt nicht gut. Man hört's. Interessant. Mal eben ins Inventar geguckt. Rüstung. Seesoldatenverkleidung ist ja interessant, aber haben wir hier irgendwo Schmuck oder so? Okay, bei alles. Ich hatte nämlich schwören können, ich habe einen. Oh, ey, das ist ja toll. Gleich mal eine Rüstung anlegen. So, aber irgendwo musste ich. Was wollte ich sagen? Ach ja, richtig, Magneten haben. So, was ist das hier? Okay. Ach ja, ja. So, Schatzkarte, Schatzkarte, Schatzkarte. Schrot, Schweinefleisch, bla bla bla. Ja, Lummer, lecker. Ich hatte doch eben. Okay. Ah, Magnetstein. Kann ich den irgendwo anlegen? Nee? Na gut. Kann ich den halt nicht anlegen. Ich kann jetzt vermutlich nicht einfach. Oh, scheiße. Was kommt da denn auf mich? Aua. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Verfluchte Arsch hat sich geheilt. Hier respawn. So. Kann ich mich mal irgendwie so leicht an der Seite langschleichen? Danke. Ah!
So, da kannst du haben, wenn du willst. Danke. Zwei Gold, immerhin. So, lass mal sehen. Diese Seefiefern haben den Verstand verloren. Oh ja, das haben sie. So, das war der erste. Lebt der Typ einfach noch? Nee, zum Glück. Den Arsch haben wir weggeballert. Natürliches Wasser, schon wieder. Natürlich. Sehr schön. So, kehren wir doch gleich zum Captain zurück, aber als... Upsala. Das wollte ich nicht, aber als erstes will ich mich natürlich nochmal eine Runde im Schiff umgucken. Kann ich? Jetzt. Irgendwie hat die Musik aber was von... Oh, das ist ja toll, der kann ja... Stopp! Nein! Oh, verdammt! Was, wenn ich ihn in die andere Richtung drehe? Stopp!